Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst erstmal hier ausschließlich bei 1 Live im Radio. Das Fernsehen hängt ein bisschen nach, die schalten sich so um 20 nach ungefähr dazu. Ja, schön, dass ihr da seid, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50, Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erster Anrufer Peter, Peter ist 22. Hallo Peter. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Also ich bin im Moment ein bisschen in der Krise. Ich weiß nicht so richtig, welche sexuelle Ausrichtung ich habe und vielleicht möchtest du mal erstmal ein bisschen Hintergrund wissen. Mhm. Ich habe einen Kommilitonen, der ist jetzt, hat sich vor 2 Wochen als schwul geoutet. Er hatte noch nie was mit einer Frau. Ja. Und ich fühle mich zu ihm emotional sehr hingezogen, sexuell jetzt nicht so arg. Also ja. Ich verstehe mich mit ihm wesentlich besser als mit jedem Mann und besser als mit den meisten Frauen. Also eine Freundschaft? Ja, also eine sehr gute Freundschaft. Sehr gute Freundschaft. Wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns ein Semester lang, also ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Was studiert ihr? Grafikdesign. Grafikdesign. Mhm. Jo, und ich weiß jetzt nicht so genau, was ich da fühle. Ich habe also auf jeden Fall auch sexuelle Interessen, also daran rauszufinden, wie es ist, einen Mann zu befriedigen. Also eine Neugier. Eine Neugier. Mhm. Das ist jetzt aber bei ihm gar nicht so der Fall. Bei ihm ist es eher die Emotion. Und ich weiß nicht so richtig. Ich habe bis jetzt immer versucht, zur Emotion und Sex auch so ein bisschen zu trennen. Also hat er sich denn geäußert, er hat sich jetzt geoutet als Schwuler? Ja, richtig. Und welche Rolle spielst du in diesem Outing? Hat er gesagt, dass er sich in dich verliebt hat, oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich war der Zweite, der es erfahren hat. Einfach, aber so als Freund hat er es dir erzählt? Richtig. Ohne, dass er eine Verknüpfung zu dir gezogen hat? Ganz genau. Und ich glaube auch nicht, dass er sich zu mir so hingezogen fühlt. Ach so. Hat er denn, läuft denn da irgendetwas an mit einem anderen Typ? Nee, er hat auch noch nie was mit einem Mann gehabt. Ist er denn heimlich verliebt in einen anderen, weißt du das? Nee, ich habe mit ihm mal ein bisschen gesprochen, so auf welche Typen er so steht. Und er hat auch schon ein paar genannt, die wir gemeinsam kennen. Ja. Aber so generell jetzt nicht, nee. Ja, so, Frage an dich. Hast du schon mal, du hast auch real noch nichts erlebt mit einem Mann? Ich habe mit 14 mal ein, zwei kleine Experimente gemacht, aber das war nichts. Nee, ja, so Pubertätskram. Ja, richtig. Haben wir ja alle. Oder viele haben das. Ja. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee, ich bin über 3 Jahre solo jetzt. Mhm. Ein paar One-Night-Stands gehabt, mit Frauen natürlich nur. Ja. Wie gesagt, selbst auch noch keine Erfahrung mit einem Mann, ja. So außerdem. Und wann warst du das letzte Mal verliebt in eine Frau? Das ist eine ganze Weile her. Das ist auch schon so etwa 3 Jahre her. Ich hatte da so eine Art kleines Trauma. Da ist meine große Liebe zerbrochen und seitdem bin ich da sehr vorsichtig auch. Mhm. Ist 3 Jahre, ist in dem Alter, in dem du bist, 22, eine lange Zeit, finde ich. Jo. Wenn man dann 3 Jahre solo ist. So, jetzt ist es bei dir so, dass du in irgendeiner Weise eine sexuelle Neugier verspürst, auch was diese Person anbelangt. Aber was ihn anbelangt, jetzt nicht unbedingt der Sex, sondern da eher die Emotionen. Also, ja. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich es ihm sagen soll. Ich bin da immer so, ich traue mich da meistens nicht, was solche Sachen angeht, weil ich Angst vor der Reaktion habe. Ich meine, in diesem Fall ist die Reaktion ja wahrscheinlich nicht so schlimm, als wenn als wenn das jetzt ein Knochen-Hetero-Mann wäre. Ja. Ja, dann ist das natürlich hart, ne? Wenn man dann gesteht, hier, ich mag dich sehr. Aber in diesem Fall ist es doch alles gar nicht so ganz dramatisch. Ja, wie oft seht ihr euch? Jeden Tag? Ja, wir sehen uns fast jeden Tag. Mhm. Macht auch privat viel miteinander? Ja, richtig. Gehen ins Kino, gehen mal aus miteinander. Auch, wir haben auch eine gemeinsame bisexuelle Freundin. Mhm. Und da verstehen wir uns auch sehr prima. Ja, ja. Also, nochmal das Verständnis wegen. Du würdest so für dich sagen, irgendwo mag ich den vielleicht mehr als einen normalen Freund. Ich bin ein bisschen verliebt in den. Ja, also könnte man vielleicht schon ein bisschen vergleichen, ja. Und im Vordergrund steht jetzt nicht die sexuelle Geschichte, obwohl auch eine Neugier da ist. Genau. So, ne, so habe ich es dann richtig verstanden. Ja, ja, also ich meine, dann bau das doch weiter noch aus, diese Freundschaft.
Ja gut, und, ich traue mich da eben nicht so. Ja, warum? Weil du die Sorge hast, dass er für dich das nicht empfindet? Ja, weil ich vielleicht auch die Sorge habe, dass ich mit so einer Aktion vielleicht auch was kaputt mache, was im Moment noch besteht. Dass er dann vielleicht vorsichtiger mir gegenüber ist und da dann sich vielleicht auch ein bisschen zurücknimmt. Gab es denn zwischen euch irgendwie so ein bisschen, oder gibt es so ein bisschen zärtlichen Umgang? Nee, eigentlich nicht. Aber das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollen. Ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, ich würde auch zum Beispiel gerne mal mit ihm kuscheln, aber ich traue mich da meistens dann nicht mal auch näher zu kommen. Ich meine, da kannst du dich doch so ein bisschen rantasten. Du musst ja nicht gleich mit dem kuscheln, sondern man kann sich ja herzlicher umarmen, wenn man sich begrüßt. Man kann irgendwie schon mal einen Arm auf einen legen, wenn man irgendwo rumgeht, auf der Straße geht. Irgendwie so kleine Tests mal machen, wie er darauf reagiert. Ob er abweisend reagiert oder ob er es über sich nur ergehen lässt oder ob er vielleicht sogar ein bisschen was zurückgibt in der Richtung. So würde ich mich da erstmal rantasten. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. So, und wenn du merkst, dass du da so ein bisschen auf fruchtbaren Boden stößt, dann kannst du das ja noch forcieren. Und dann kann auch irgendwann bald der Moment kommen, wo du ihm so das vielleicht sogar ein bisschen sagst, wie sehr du ihn magst. Ja. Ja gut, diese ganze Sache ist mir sowieso erst da in den Kopf gekommen, als er sich eben geoutet hat. Ja, da ja. Habe ich das dann. Ich meine, das ist jetzt das Problem ist jetzt genauso, ob du mit einer Frau, ne? Ja, richtig. Da müsstest du ja auch erstmal ausprobieren. Also da habe ich wesentlich weniger Hemmungen, sowas auszuprobieren. Klar, aber die Hemmung ist ja, wie gesagt, hier auch nicht so gegeben, weil er sich nur geoutet hat. Wenn er ein Heteromann wäre, wäre es schwieriger. Ja, richtig. Ne? So läufst du höchstens Gefahr, dass er sagt, pass mal auf, ich bin zwar schwul, aber auf dich stehe ich nicht und ich finde dich nett und so, aber auf dich habe ich keine Lust. Das kann dir beim Tier der Frau auch passieren. Ja, gut, okay. So, jetzt würde ich sagen, wenn er kein Erfolg ohne Risiko. Ja, so ist es ja. Ja. Leider. In der Liebe auch. Jetzt musst du dich vorsichtig ein bisschen rantasten. Und okay. Wag ruhig schon mal ein bisschen, umarm ihn mal ein bisschen herzlicher oder gib ihm mal einen Knutscher auf die Wange, wenn er euch trefft oder sowas. Okay, werde ich versuchen. Hast du da Schiss vor? Ein bisschen, ja. Ja. Aber kannst du ruhig machen. Okay. Viel Glück. Jo. Tschüss, Peter. Gute Sendung. Ciao. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Telefonnummer. Morgen heißt unser Thema übrigens, ich fühle mich überfordert. Ich möchte mit Menschen sprechen, die in einer Situation sind, in welcher auch immer, von der sie sagen, ich fühle mich überfordert, ich kann das nicht. Ich werde einfach kriege das einfach nicht in den Griff. Ich fühle mich überfordert. Das ist unser Thema morgen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Henning. Und ich bin dran. Ja, ja, hallo. Hallo Henning, 39. Ja, richtig. Ja? Grüße dich. Um was geht's bei dir? Erstmal wollte ich eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich gestern noch dran komme, weil ich habe dann auch nachher so eine nette Dame gehört, die übers Internet gesprochen hat, dass sie da jemanden treffen will und ja. So. Das war sehr amüsant für mich, weil das eigentlich auch mein Thema war gestern. Aha. Also heute auch noch, ja. Aber am liebsten hätte ich da gleich gestern noch was zu gesagt, weil... Sag's jetzt. Bitte? Sag's jetzt. Ja, ich kenne mich da ziemlich gut aus, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da Profi bin, aber ich bin sehr, sehr viel in diesen ganzen Chats unterwegs. Ja. Und am liebsten hätte ich der Frau gestern gesagt, um Gottes Willen, sie soll da nicht irgendwelche frühzeitigen Schlüsse ziehen und sich da nicht verrückt machen, weil ich glaube, die... Das Problem war dann, dass sie ja ein bisschen geschummelt hatte. Sie war älter, als sie sich ausgegeben hat und sie war dicker und so weiter. Ja, das ist sowieso blöd, finde ich, ja. Ne, man muss da wirklich mit offenen Karten spielen. Ne? Ja. Inwiefern kennst du dich da aus? Bist du sehr viel im Netz und chattest? Ja, du? Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja, also das hat so, sagen wir mal, 98 angefangen und zwischenzeitlich hatte ich immer schon mal wieder eine feste Beziehung und dann habe ich es auch sein gelassen. Ja, also grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn man in einer festen Beziehung ist, finde ich das schrecklich, sowas zu tun. Ja, weil es tun sich da sehr viele, ich spreche jetzt nur von Frauen, weil ich zu Männern halt keinen Kontakt da habe, die sich da rumtummeln, die in einer festen Beziehung sind. Und das finde ich grundsätzlich schon mal ganz schrecklich, die sich da einfach, weil die Beziehung schon längst irgendwie im Arsch ist, die sich da halt versuchen, ihre Komplimente abzuholen nur so ein bisschen, ich sag mal so in Anführungszeichen, Schwachsinn schreiben wollen, amüsieren wollen oder von den Männern amüsiert werden wollen. Was genau machst du denn? Ich Baggerst Frauen an, oder was?
ich sag mal, grundsätzlich suche ich jetzt nicht unbedingt nur im Chat, aber grundsätzlich bin ich schon an einer festen Beziehung interessiert. Also, ja. Und ist denn schon mal was raus erwachsen, dass du durch den Chat eine Frau kennengelernt hast? Ah, ja. Also meine letzte feste Beziehung war aus so einem Chat raus. Wie lange hat die gehalten? Etwas mehr als 2 Jahre. Na, immerhin. Ja, immerhin, ja. Immerhin, ja. Mhm. Also die kam aus dem Osten, ja, mhm. Und die hat schon im Westen gewohnt, die hat in Münster studiert, aber ich habe die dann mehr oder weniger auch dann zu mir hingeholt. Also wir haben dann auch zusammen gewohnt und das war richtig eine feste Beziehung. Da war nie mehr die Sprache von Internet oder so. Ja. Jetzt bist du wieder solo im Moment? Im Moment bin ich solo, ja. Und das heißt, du treibst dich wieder viel im Netz rum? Ja, ich habe auch schon einige Frauen getroffen so in letzter Zeit und wie weit gehst du denn, wenn du da im Netz mit den Frauen chattest? Gibt es auch da so Cybersex-Geschichten oder plauderst du nur nett mit denen? Eigentlich alles, von A bis Z. Von A bis Z. Nur mit Chatten, also mit reintippen oder telefoniert ihr dann auch? Nee, wir telefonieren auch. Also ich sag mal so, ich sag schon ziemlich schnell, ich will ja nicht nur Sex haben, ja. Also ich will eigentlich schon am liebsten eine feste Beziehung haben, aber es kommt dann immer darauf an, wie sich das entwickelt. Ja, am liebsten ist mir erstmal die Frau halt, der normale Weg ist, man schreibt, dann telefoniert man, schickt sich SMS und dann trifft man sich irgendwann. Mhm, so, das ist also, es hört sich jetzt alles so ein bisschen abgezockt an, aber so ist es halt nun mal eben. Ja. Bist du da auch schon mal herbe enttäuscht worden, dass da plötzlich jemand vor dir stand, die sich ganz anders ausgegeben hatte? Nee, aber ich sag mal, die Bilder, man schickt sich ja dann auch Bilder hin und her, also so ein richtiges Blind Date, das habe ich auch schon gemacht, aber das würde ich jetzt nicht mehr tun, ja. Also das ist mir zu riskant, weil da doch die Enttäuschung dann eigentlich vorprogrammiert ist. Bist du auch schon mal ein Fake aufgeflogen, dass du mit einem Mann gechattet hast? Der... Nee, das nicht. Das hört man ja auch immer wieder. Ich meine, klar, ist theoretisch möglich, ja, weil... Ja. Ich glaube, dass in den Chats sehr, sehr viele Männer, die sich als Frau ausgeben, weil sie von den Frauen, also die geben sich dann irgendwie als Lesbe aus oder so und wollen dann von den Frauen irgendwelche Nacktbilder haben, die sie wahrscheinlich auch bekommen und es ist dann halt ein Mann. Das gibt's ganz viel, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und wahrscheinlich auch viele Schwule, ne? Die auch, ja, okay, das auch. Ja, ja. Stimmt, ja. Ich hatte ja mal einen in der Sendung, der das auch macht und der dann auch hinterher mit den Männern telefoniert hat und seine Stimme wirklich so toll verstellen konnte, dass ich auch dachte, es wäre eine Frau. Wer weiß, mit wie vielen Typen du schon Telefonsex gemacht hast. Wenn ich das nicht weiß, ist mir das wurscht. Also, ja, im Endeffekt ist mir das wurscht. Ja. Hauptsache die Fantasie stimmt. Bitte? Ja, ich sage Hauptsache die Fantasie stimmt. Wenn ich den Spaß gehabt habe, mit wem ich den dann letztendlich gehabt habe, ist doch wurscht. Ja, oder? Ja. Also. Gib mal noch einen, als alter Profi, Internet-Chat-Profi, gib mal noch einen Tipp für die Leute, die es machen. Also, am besten die Finger davon lassen. Ach, die Finger davon lassen? Ehrlich? Ja. Warum? Also, ich meine, das hört sich jetzt ganz lustig an, so, ja. Ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht so viel Zeit, darüber zu reden, nee. Ja. Im Endeffekt bin ich schon da sehr unglücklich mit, ja, also das ist ja irgendwo eine Sucht, ja, wer sagt, das ist nicht so, der lügt, wenn man morgens aufsteht, macht man den PC an und guckt, ob man irgendwelche Mails bekommen hat, Bilder und was weiß ich. Aber das ist ja schon eine Scheinwelt, ne? Ja, absolut. Ja, ja. Also ich kann es wirklich keinem empfehlen. Wenn man da ein bisschen labil ist und empfänglich ist, dann gerät man da schnell... Man ist schnell das Bild, was die ganzen Chats oder die Betreiber gerne möchten. Ja, die wollen ja, dass du da in dieser Welt lebst, dich da aufhältst, so lang wie möglich. Ja. Also, es ist der beste Tipp, wenn man jemanden kennenlernen will, raus auf die Straße, in die Kneipen, in die Diskos oder weiß ich wo und Leute ansprechen nach alter Sitte. Ne? Ja. Ganz konservativ. Aber ich glaube trotz allem, dass das die Zukunft ist mit dem Internet. Ja, das glaube ich auch. Bin ich sehr ganz sicher. Immer weniger Menschen auf der Straße, weil die Welt ist sowas von... sowas von abgefahren und so kaputt, ja, dass ich glaube, dass die Menschen sich kaum noch trauen, auf der Straße irgendjemanden anzusprechen. So, dann hoffe ich, dass du wieder ein bisschen zurückfahren kannst, deine Internetwelt, und dass du auch wieder mehr auf die Straße gehst, Henning. Ja, das wünsche ich mir auch, aber... Und eine nette Frau wünsche ich dir, von der Straße. Keine Frau von der Straße, sondern die du aus der Straße kennengelernt hast. Alles Gute, Henning. Ja, okay. Tschüss. Danke, war schön, ja, danke. Tschüss. Jo. Mohammed ist hier. Wo ist er? Hier ist er, 28. Hallo Mohammed. Hallo. Grüß dich, Domian. Ja, dein Thema. Einen schönen Gruß erstmal an deine Sendung und dein Team. Dankeschön. Ja, ich höre dich seit vielen Jahren. Ehrlich? Ja. Von Anfang an, das ist ja cool. So, jo, gefällt mir ganz gut. Danke.
So, du bist 28 und was? Zu welchem Thema rufst du an? Ja, genau. Also mein Thema ist, es ist ein Problem für mich und zwar Frauen kennenzulernen. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich bin vollblind. Ja. Seit circa 8-9 Jahren. Ja. Durch einen Unfall. Und ja. Was höre ich da im Hintergrund? Ich habe dann das Fernsehen noch leise im Hintergrund. Ach so. Ja, da leise gemacht. Ich bin noch nicht im Fernsehen, da ist noch ein Spielfilm läuft, ja? Ja, genau. Mhm. Ich habe mich da schon jetzt gewundert. Also, ja. Seit 8-9 Jahren vollblind durch einen Unfall. Ja. Was war das für ein Unfall? Das war ein Autounfall. Ja. Und es hieß, ich hätte Glassplitter in den Augen bekommen und wurde dann auch danach operiert. Mhm. Das war auch ein Jahr lang gut, hat sich aber leider nicht so gehalten. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ist ja egal. Das heißt wirklich, dass du gar nichts mehr sehen kannst? Ich kann jetzt gar nichts mehr sehen, ne? Also hell und dunkel höchstens und sehr, sehr, sehr schwach Umrisse, aber das nützt mir gar nicht viel bei der Orientierung. Das heißt, da hat dein Leben einen radikalen Schnitt erlebt, erfahren. Ja, sozusagen. Mhm. Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war noch Schüler. Ja. Also ich bin jetzt 28, war noch Schüler. Nach dem Unfall musste ich eine Reha-Maßnahme machen, dass ich überhaupt eine Ausbildung machen konnte. Ja. Ich habe vorher auch in Nordrhein-Westfalen gewohnt und durch die Umschulung musste ich halt nach, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, nach Mainz ziehen. Mhm. Dort hatte ich eine Umschulung zur Masseur und medizinische Bademeister gemacht. Ach so, und du bist jetzt, arbeitest jetzt auch als Masseur? Ja, genau. Mhm, ja. Also zurzeit jetzt momentan arbeitslos, aber vorher hatte ich drei Jahre fast in einer Klinik gearbeitet. Ja, ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang, du hast Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen. Ja. Mhm. Und wie versuchst du es? In der Ausbildungszeit habe ich natürlich auch einige Lokalitäten, wo ich hin und wieder mal am Wochenende hingehe. Ja. Und in einigen bin ich auch eigentlich mehr oder weniger Stammkunde. Mhm. Da habe ich es probiert. Ansonsten ist da für mich der einzigste Weg, sage ich mal. Ja. Ich überlege gerade, wir haben gerade über das Internet gesprochen. Kann man als Blinder sich da... Das geht ganz gut, wie ich erfahren habe, nur ich habe da eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe zwar einen Arbeitscomputer, wo ich auch meine Akten bearbeite, was Patent angeht, etc. Aber im Internet habe ich nichts am Hut. Es soll aber gut gehen. Ja, wobei ich glaube, das ist schon für viele Leute, kranke, behinderte Leute, ein irres Forum, dass man über das Internet Kontakt und Kommunikation aufbaut. Und wenn das möglich ist, eben auch mit deiner Behinderung, würde ich mich da mal schlau machen. Mhm. Eben auch im Bereich Beziehung und Frauen kennenzulernen. Mhm. Hast du sonst Kontakt zu anderen Blinden? Also diese Ausbildungsstätte, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ist ja auch eine integrative Ausbildungsstätte. Ja. Das heißt, also da machen ganz normale, in Anführungsstrichen, Normalsinn in Anführungsstrichen der Ausbildung, wo unter anderem halt auch Blinde oder Sehbehinderte dort integriert werden, dass die mit Normalsinn in Anführungsstrichen die Ausbildung machen können. Verstehe. Mhm. Eigentlich müsstest du durch deinen Beruf, ja im Moment hast du keinen Job, aber durch den Beruf müsstest du ja eigentlich auch gut Leute kennenlernen, ne? Natürlich, ja, Patienten und so. Klar. Das stimmt schon, ja. Aber läuft auch da nicht darüber hinaus an. Ja. Also ich würde dir vorschlagen, dass du das mit dem Internet noch ein bisschen aktivierst. Mhm. Und ich schlage mal vor, wir haben ja auch sehr viele blinde Zuhörer. Mhm. Wenn wir ein paar schlaue Tipps bekommen, rufen wir dich an und führen das mal an dich weiter. Das würde mich freuen. Ja? Ja. Da gibt es bestimmt ein paar Tricks und Möglichkeiten und warum sollst du nicht davon profitieren dann auch? Ja. Sollen wir es so machen? Auf jeden Fall. Gut, Mohammed, dann verbleiben wir so. Okay, alles Liebe. Da habe ich noch eine Frage. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob du eine Biografie auf Hörbuch oder sowas hast. Ja, habe ich, ja. Ja? Ja. Wenn ich sowas dran käme? Ach, als Audio? Nee, als Audio habe ich es leider nicht. Nur als Buch. Nicht als Hörbuch. Als Buch wäre auch kein Problem. Das kann ich am Computer einscannen und dann mir vorlesen lassen. Ja? Ich habe ja hier einen Computer mit Vorlesesystem. Okay. Wir gucken mal, was sich machen lässt, okay? Ja, das wird mich freuen. Lieber Mohammed, mach's gut und wie gesagt, wir melden uns bei dir, wenn irgendwas ankommt. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich sehe, die Kamera geht an. Das heißt, die Fernsehwelt ist auch zugeschaltet. Wir hatten eine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid und dabei seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann meldet euch rasch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und weiter geht es mit dem Peter und Peter ist 24 Jahre alt. Hallo Peter.
Hallo Domian. Ja, Peter. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich grüße dich erstmal. Ja, ich dich auch. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Mein Thema ist, ich habe vor 14 Tagen erfahren, dass meine Freundin vergewaltigt worden ist. Mhm. Wann vergewaltigt worden ist? Wann, weiß ich eben nicht. Das Problem ist, wir kennen uns jetzt ungefähr im Jahr, dreiviertel Jahr. Ja. Sind seit einem halben Jahr ungefähr zusammen. Ja. Und gut, man hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich mal, sich näher zu kommen und man will alles eigentlich langsam machen. Mhm. Und ich meine, für uns ist... Also näher kommen meinst du auch im körperlichen Sinne näher kommen? Im körperlichen, genau. Ja. Mhm. Und ich meine, wir sind uns eigentlich ziemlich schnell näher gekommen, sage ich mal, eigentlich schneller als wir selber wollten. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich selber schon ein paar Mal gemerkt, also wenn es zum richtigen sexuellen Kontakt kommen sollte, habe ich gemerkt, sie will was, ja, aber sie hat sich gezögert so ungefähr. Ja, das heißt, ihr habt auch noch nicht miteinander geschlafen? Genau. Wie weit ist die Sexualität denn schon passiert? Wie weit seid ihr gegangen? Also ich sag mal so, wie man so schön sagt, also ist etwas mehr als Petting, sag ich mal. Mhm. Aber der direkte sexuelle Kontakt ist halt noch nicht zustande gekommen, wenn man richtig miteinander geschlafen hätte. Ja. Und auf jeden Fall habe ich immer gemerkt, dass bevor eigentlich sie selber auch den Schritt getan hätte, dass es dazu kommt, sie auf einmal ganz kurzfristig abgebrochen hat und volles Zittern angefangen hat und immer ziemlich seltsam gewesen ist. Ja. Und ich habe sie schon jedes Mal dann darauf angesprochen, was man ist. Und ja, sie hat halt immer am Anfang gesagt, ja, ihr geht es zu schnell und sie ist nicht so eine, dass sie mit jedem gleich ins Bett geht und sowas. Ich habe halt immer gesagt, ja, ich will auch, dass du dann bereit bist, wenn du bereit bist. Mhm. Und nicht, weil sie hat gesagt, bei ihr muss Liebe und Sex ist eines. Aber sie hat dann irgendwann dir das erzählt und offenbart, dass sie vergewaltigt worden ist. Genau, also vor 14 Tagen war es halt so gewesen, wir waren feiern gewesen und beide gut drauf. Ja. Und wir sind halt dann im Bett gewesen zusammen und ich meine, wir waren beide ziemlich heiß, sage ich mal, gut gesagt. Und auf einmal war es halt auch so gewesen, dass es fast dazu gekommen wäre. Mhm. Und dann war genau dasselbe gewesen wieder. Sie hat auf einmal voll das Zittern angefangen und, ja, und war halt ziemlich nicht verstört, aber... Und dann hat sie es dir erzählt. Und sie hat halt gesagt, weil ich gesagt habe, jetzt sag mir endlich, was ist, weil es kann nicht sein, dass das wirklich nur für dich zu schnell geht, so ungefähr. Ja. Und sie hat sich halt dann daneben neben mich hingelegt und hat gesagt, ja, ich sage dir jetzt was, aber ich will, dass du es vergisst und nie wieder drüber redest. Ah, also es war für sie eine große Sache und eine große Überwindung, dir das zu erzählen. Genau. Hat sie dir erzählt, wann das passiert ist? Nein, eben nicht, das war halt es. Das eben nicht. Sie ist vergewaltigt worden und sie will nie wieder darüber reden und ich soll es sofort vergessen. Gut, ich meine, es ist schön gesagt, man soll es vergessen. Aber das kann man natürlich nicht vergessen und da will man natürlich dann schon drüber reden. Ja, natürlich. 1000 Fragen sind jetzt da. Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Genau. War sie in einer Therapie danach? Gab es eine Gerichtsverhandlung? Ja gut, das, glaub, und so weiter. Das hätte ich schon mitbekommen. Ja, vielleicht war es ja vor deiner Zeit. Das ist ja das, weil das Dumme ist halt, ich weiß halt, dass, ja gut, das ist schon... Stück jetzt her, vielleicht einen Monat, anderthalb, da war sie beim Feiern gewesen und Montag drauf, ich war halt dann erst habe ich mit zusammengearbeitet noch und in derselben Firma und dann hatte ich Gegenschicht gehabt. Mhm. Und dann habe ich halt gehört, dass ihr was passiert ist und... Achso, du vermutest, dass das gar nicht lange her ist. Das ist noch gar nicht lange her, weil sie hatte ziemlich zerkratztes Gesicht gehabt. Ach so. Und sie hat gesagt... ja gut, aber das ist ja erst einen Monat her. Aber sie war ja vorher auch schon sehr zögerlich in Sachen Sexualität. Davor. Ja, davor ist es eben noch nicht so richtig zustande gekommen. Ich meine, das davor, das ist... Okay, das sind jetzt Mutmaßungen, ne? Wann das war. Das Problem ist jetzt, für dich, kann ich gut verstehen, wie gehe ich mit dieser brisanten Information um? Freilich, weil ich hatte diese... Sie sagt das, aber sie sagt gleichzeitig, lass uns nicht weiter darüber sprechen. Genau. Geht natürlich nicht. Das ist klar, weil vor allen Dingen, ich hatte noch nie so eine Situation gehabt. Mhm, Ich meine, ich habe zwar von weit entfernten Bekannten schon mal gehört, dass denen das passiert ist, immerhin hat sie es dir gesagt. Das muss man ja schon mal sehr hoch bewerten. Das heißt, das ist für sie eine sehr große Überwindung gewesen.
Ja, freilich. Und das ist auch ein Signal gewesen, dass sie dir vertraut. Vielleicht hat sie das auch erstmal so aus Unsicherheit gesagt. Ich sag dir das jetzt, vergiss es und wir reden nie wieder drüber. Ja, freilich, das denke ich mir auch. Letztendlich muss es natürlich darauf hinauslaufen, dass sie auch mit wem auch immer, am besten mit einem Psychologen oder einer Psychologin, darüber redet und sich da Hilfe sucht. Das ist natürlich das Ziel, weil in der Regel wird das eine Frau nicht alleine verkraften, je nachdem, was da passiert ist. Vielleicht kannst du das vorsichtig doch nochmal ansprechen, vor allen Dingen, dass du unterstreichst, dass du gar nicht verlangst, dass sie dir das jetzt alles haarklein erzählt. Sondern dass du sie einfach darum bittest, dass sie überlegen sollte, ob sie sich nicht Hilfe holt von außen und dann entscheidet, wann sie dir was erzählt. Also es darf auf keinen Fall ein Druck entstehen von deiner Seite. Aber es muss schon verständlich gemacht werden, dass sie etwas tun muss, weil wahrscheinlich eure Beziehung sehr leidet, wenn nicht sogar kaputt gehen könnte darunter. Wenn das in diesem Schweigezustand bleibt. Mhm. Ja gut, ich denke mir mal schon so, weil ich weiß, dass eben der Typ ist, der ziemlich schnell oder ziemlich viel in sich reinfrisst, sage ich mal. Mhm. Gut, ich bin ja genau das Gegenteil. Wenn mir was nicht passt oder sowas und ich habe was, dann spreche ich drüber. Mhm. Und um das Problem eigentlich aus der Welt zu bringen oder aus dem Kopf zu bringen, sage ich mal so. Und ich weiß eben nicht eben, ob sie das total schon verdrängt hat oder ob sie einfach nur jetzt Problem hat, mit mir, mit jemand zu schlafen oder so. Das ist eben das. Ja, ich meine, das wird alles. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Nein, es ist mir völlig klar. Es wird alles sein. Versteht sie, ist sie traumatisiert, sie steht eventuell immer noch unter Schock. Dass es ein Schockzustand ist, wenn es noch gar nicht so lange her ist. Man weiß ja gar nicht, was da Dramatisches passiert ist. Freilich. Das heißt, sie muss... sollte es auf jeden Fall für sich selbst auch tun, dass sie mit der Sache, dass sie die Sache psychologisch bearbeitet mit einem Fachmenschen. Die Frage ist nur, wie du ihr das wirklich vorsichtig beibringen kannst, ohne sie unter Druck zu setzen. Dass du etwas sagen musst, finde ich schon. Vielleicht schreibst du es ja einfach mal auf, um ihr auch wirklich deine Behutsamkeit zu signalisieren, dass du auf keinen Fall sie irgendwie bedrängen möchtest, dass du ihr das einfach mal aufschreibst und ihr das vorschlägst, dass sie das für sich tun soll und letztendlich dann auch für euch tun sollte. Aber sie muss sich von außen, sie muss sich Hilfe suchen. Weißt du, was ich jetzt gerne möchte? Das ist schon ein brisantes Thema. Ich möchte, dass du mit einer Frau, mit meiner Psychologin jetzt noch eine Weile darüber sprichst, dass sie dir auch noch ein paar Ratschläge gibt, dich vielleicht auch schon versorgt mit ein paar Ansprechpartnern, die du wiederum deiner Freundin vorschlagen kannst. Und sie entscheidet natürlich dann selbst, ob sie es macht. Ja, freilich. Ne? So machen wir das. Ich meine, es ist nicht schlecht, wenn man mit einer Frau darüber redet, weil die hat, glaube ich, mehr Empfindung, sage ich mal so, als mit Männern. Ja, vor allen Dingen mit einer Psychologin, die das noch von einer anderen Warte aussieht. Dann legst du bitte jetzt mal auf, Peter, und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Alles klar. Okay, alles Gute. Ich wünsche noch viel Glück mit deiner Sendung. Ich meine, es ist wirklich gut. Ich sehe es schon ziemlich lang. Deswegen habe ich gesagt, jetzt rufe ich mal an, weil ich meine, die Sendung ist wirklich, wirklich sehr gut. Also da hast du schon einigen geholfen. Dankeschön, das freut mich, dass du sagst. Vielen Dank, Peter. Alles klar. Schöne tschüss. Nacht noch. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch informieren über unser Thema morgen. Das Thema heißt, ich fühle mich überfordert. Und eigentlich hätte Peter morgen auch anrufen können. Ich möchte morgen mit Menschen sprechen, die in einer Situation sind, in einer schwierigen, einer traurigen Situation vielleicht, aber vielleicht nicht nur in einer traurigen Situation, aber von der sie sagen, ich fühle mich überfordert. Ich fühle mich überfordert vom Schicksal, ich fühle mich überfordert mit einer Krankheit, ich fühle mich überfordert in meinem Beruf. Es kann aber auch vielleicht jemand sein, der sagt, ich habe 5 Millionen Euro gewonnen und fühle mich überfordert, mit diesem Geld umzugehen. Oder vielleicht der ein oder andere fühlt sich von seinem Kind oder von seinen Kindern überfordert und kann mit der Erziehung nicht mehr richtig umgehen und kommt damit nicht klar. Also das Thema morgen heißt, ich fühle mich überfordert. Wenn ihr morgen gerne mitmachen wollt zu diesem Thema, meldet euch am besten heute schon unter domian@wdr.de an. Oder wie immer auch morgen ist eine Stunde vorher die Telefonleitung hier geschaltet und ihr könnt ab 0 Uhr hier morgen auch schon anrufen zum Thema Ich fühle mich überfordert. Jetzt geht's weiter mit unserer heutigen Sendung Freie Themennacht und ich begrüße ganz herzlich die Clara. Und Clara ist 18. Hallo Clara. Hallo. Hallo Clara. Was ist dein Thema? Mein Thema, ich bin seit 3 Jahren schon mit meinem Freund zusammen. Mhm.
Er ist 9 Jahre älter als ich. Er ist jetzt mittlerweile 27. Ich war natürlich damals ein ganz komischer Start in die Beziehung, weil ich erst 15 war und meine Eltern das überhaupt nicht akzeptiert haben und überhaupt nicht damit zurechtkamen. Es ist nicht so ein großer Unterschied, aber meine Eltern konnten es nicht akzeptieren. Und ja, in dem Alter ist es schon ein großer Unterschied, ne? Wenn 15 und 9 Jahre älter. Und aber immerhin hat es jetzt 3 Jahre schon gehalten. Ja, ich bin dann mit 16 zu ihm gezogen. Es war halt, meine Eltern wollten wirklich nicht, dass er in unser Haus kommt nach einer Weile sogar. Also die wollten ihn wirklich nicht da haben. Ich bin dann zu ihm gezogen und kann aber wirklich nicht mehr zurück zu meinen Eltern. Also die haben gesagt, geh, aber das war es dann für uns. So radikal? Ich ab und zu, aber ich kann nicht mehr zurückziehen. Also das war's. Also, möchtest du denn zurückziehen wieder? Nein, aber ich glaube, es wäre einfach ein angenehmeres Gefühl, wenn man wüsste, dass man zurück kann. Mhm. Also nochmal zur Beziehung. Läuft die Beziehung denn gut? Nee, leider eben nicht mehr. Also, von ihm schon, nur es war halt die erste große Liebe, wie man halt kennt. Mhm. Und ich weiß ja am Montag, dass ich schwanger von ihm bin. Und es läuft aber seit einem Jahr überhaupt nicht mehr so. Also ich liebe ihn eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Ich wohne bei ihm, weil ich bin halt noch Schülerin. Mhm. Mhm. Und also du würdest sagen, von ihm sind die Gefühle noch größer zu dir als umgekehrt? Ja, auf jeden Fall. Jetzt bist du schwanger, ihr habt offensichtlich nicht verhütet? Doch, also ich nehme eigentlich schon die Pille, aber ich habe halt ab und zu ein bisschen, halt getrödelt, mal nicht genommen, mal halt, es ist einfach schon meine Schuld. Ich glaube nicht mal, ich habe es ihm ja nicht gesagt, noch nicht, weil es ist einfach der schlechteste Zeitpunkt. Ja, also, eine ganze Menge Probleme. Du bist schwanger von einem Mann, den du eigentlich gar nicht mehr liebst. Du wohnst bei einem Mann, den du eigentlich auch gar nicht mehr liebst. Ja. Würdest gerne da raus. Hättest du auch gerne wieder richtigen Kontakt zu deinen Eltern? Oder würdest du vielleicht sogar gerne zu deinen Eltern zurückgehen? Geht aber auch nicht im Moment. Ich habe den Kontakt. Ich habe schon Kontakt, vor allem meine kleine Schwester. Also sie ist, mit ihr habe ich viel Kontakt. Wir sind auch auf der gleichen Schule noch. Was wäre denn, wenn du jetzt deinen Eltern sagen würdest, pass mal auf, ich möchte wieder in mein Zimmer zurück. Ich möchte zu euch. Was würden die dann sagen? Meine Mutter ist meine Mutter. Also es ist was anderes wieder. Aber mein Vater, der würde das... Ich glaube, nee, der ist da wirklich sehr... Der würde sagen, ich habe mich damals entschieden, so früh auszuziehen, mein Leben für mich zu leben. Und also knallhart ist er. Ja, ich denke schon, ja. Also er sagt nicht, okay, man kann mal Fehler machen, wenn man jung ist. Er schwamm drüber. So ist er nicht drauf. Wenn ich wirklich nicht wüsste, wo ich hingehen sollte. Und wenn du jetzt erfahren, dass du schwanger bist, könnte sich dann die Stimmung vielleicht auch positiv für dich verändern oder eher noch negativ? Ich glaube nicht, dass ich es gut finden würde. Wie ist denn deine Position jetzt überhaupt zu der Schwangerschaft? Es geht eigentlich, ich bin noch nicht so weit eigentlich. Hab sie mir auch noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht für mich eine Entscheidung einfach treffen soll. Aber vielleicht soll ich ihn gar nicht einweihen. Vielleicht ist es besser, wenn er es gar nicht weiß. Und ich weiß nicht, ob ich es bekommen soll oder nicht. Ich kann natürlich keine Schwangerschaftsberatung hier machen. Das ist dir klar, ne? Das heißt, du musst... Ich weiß nicht, ob ich ihm sagen soll. Weil er schon mal vor einer Weile halt gesagt hat, dass er gar nicht so abgenommen. Er lebt halt ein anderes Leben. Er hat ja einen ganz guten Job und er ist älter. Und für ihn wäre das nicht so schlimm. Aber für mich wäre das ein Leben als Hausfrau oder als... Ja, du fühlst dich jung dafür und du hast das Gefühl, eben nicht gerade in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung mehr zu sein. Ja. Ja. Ich finde, auf jeden Fall solltest du, wir werden dich gleich auch noch mit den entsprechenden Adressen versorgen, dringend und ganz schnell zu einer Schwangerschaftsberatungsstelle gehen. Mhm. Ne? Das musst du machen, unbedingt, dass du damit Fachmenschen dich berätst. Mhm. Das machen wir. Also das werden wir dir gleich geben. Okay, ja, danke. Ich finde in der Regel schon, dass der Zeuge auch mit eingeweiht werden sollte. Ich vermute mal, dass du Angst hast, ihn einzuweihen, weil... Weil ich glaube, dass die Entscheidung dann gefallen ist, weil... Weil er dann auch Druck auf dich ausübt? Nicht unbedingt Druck, aber ich könnte ihm das nicht sagen und im gleichen Augenblick sagen, ich möchte es eigentlich gar nicht bekommen. Du bist 18 Jahre und Schülerin, das heißt, du hast verdienst auch keine Kohle. Nee. Du bist finanziell von ihm abhängig, ja. Ne? Ja. Das heißt, du könntest auch nicht sagen, ich ziehe aus und suche mir eine eigene Wohnung. Das geht definitiv nicht. Mhm. Das ist eine schwere Situation. Und wenn man dann sagt, ich liebe ihn eigentlich gar nicht mehr? Es ist einfach nur noch praktisch halt, weil es ist eine schöne große Wohnung. Er ermöglicht mir viel. Er hat mir zum Beispiel jetzt
Sachen wie, er hat mir einen Führerschein bezahlt und solche Sachen alles. Ja. Und es ist, man könnte sagen, vielleicht nutze ich ihn aus, aber ist ja nicht, dass ich ihn nicht mag, aber es ist keine Liebe mehr. Hast du denn mit deiner Mutter zum Beispiel schon mal offen darüber gesprochen? Nein. Über eventuell eine Rückkehr? Nein. Warum nicht? Das würde ich machen. Du hast mir gerade angedeutet, dass die Mutter eher zugänglich ist als dein Vater. Naja, ich meine, mein Vater hat das Sagen. Das ist na gut. Schon so, aber klar, aber trotzdem. Würde ich an deiner Stelle, wenn ich du wäre, auf jeden Fall schon mal das Gespräch mit der Mutter suchen. Aber es nützt mir insofern nichts, weil ich will kein Kind alleine großziehen. Nee, es geht ja gar nicht erst nur um die Frage, schwanger oder nicht schwanger, sondern auch, ob du wieder zurückkommen kannst in das Haus oder in die Wohnung deiner Eltern. Ja gut, ich meine, im Moment hat meine Schwester, die haben damals die Wand durchgeschlagen irgendwie und meine Schwester hat jetzt beide Zimmer und das war irgendwie schon irgendwie so ein Zeichen, wo ich dann gedacht habe, ja okay, nee, weißt du, mal, vergessen. Abgesehen von der wirklichen, von der Fragestellung jetzt, ob du schwanger werden sollst oder nicht, was ja eine große Frage ist. Aber wenn wir das mal ausklammern, finde ich schon, dass ein weiteres großes Problem für dich besteht, dass du eigentlich aus dieser Wohnung von deinem Freund raus musst. Mhm. Finde ich. So wie du es gerade beschrieben hast, ist das eine ganz, ganz ungesunde Konstellation. Naja. Und dann muss man überlegen, wo findet man Möglichkeiten? Geht man vielleicht mit gesenktem Kopf nochmal nach Hause und bittet um Asyl zu Hause für ein paar Jahre noch. Aber irgendwas muss da geschehen. Ich finde, weiß denn dein Freund, dass du ihn eigentlich gar nicht mehr liebst? Also er ist jetzt auch nicht gerade der Zärtlichste, also ist nicht jemand, der das hinterfragen würde oder sowas, aber sagen tue ich ihm nicht. Und aber er kriegt das doch, er wittert das doch irgendwie, oder? Oder spielst du das so perfekt, dass er das... Ich spiele überhaupt nicht perfekt. Er ist nicht... Also ihr lebt so nebeneinander her da. Ja. Und wenn er sensibel wäre, müsste er es eigentlich merken. Vielleicht. Mhm. Vielleicht verdrängt das auch nur. Kann also auch sein. Er scheint nicht den größten Wert drauf zu legen. Also er wird es niemals hinterfragen oder sowas. Also meine Meinung wäre, du musst da raus. Ich weiß noch keine Ideallösung, wo du hinkommst, wenn das mit den Eltern nicht klappen soll. Aber da kannst du nicht bleiben. Auch, du sagst, der bezahlt dir viel und der macht viel für dich, aber was ist das für ein Gefühl? Da fühlt man sich ja schon so ein bisschen, also ich käme mir der Kleinen bei vor, wenn ich du wäre. Ich würde mich nicht gut fühlen. Ich fände das nur okay, wenn ihr euch wirklich lieben würdet und alles okay wäre, dann ist es auch in Ordnung, wenn er im Moment mehr Geld verdient und du davon profitierst. Aber so, habe ich... jetzt zufrieden, ja, irgendwie schon, hat Vorteile, nur, es ist ja schon irgendwie eine Lüge, ne? Hm. Es ist eine Lüge und du hast dich da so ein bisschen eingenistet bei ihm. Naja, ich meine, es ist ihm schon sehr recht, also. Ja, es ist ihm schon recht, naja. Dass ich weggehe. Ja. Also, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst wegen der Schwangerschaftsberatung und der Schwangerschaftsberatungsstelle. Das ist erstmal ganz wichtig, das musst du jetzt erledigen und da musst du rangehen. Und dann stellt sich die zweite Frage, je nachdem, wie du dich entscheidest, wie du dich entscheidest und was dann passiert, wo du lebst und wohnst. Mhm. Perspektivisch musst du da raus, finde ich, ganz klar. Okay. Jetzt legst du auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Okay, vielen Dank. Ja. Alles Gute. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, draußen im weiten Lande, Hinweis auf Samstag. Samstag habe ich Promi-Besuch wieder im Studio. Und am Samstag ist mein prominenter Gast die Schlagerkönigin oder Popkönigin, deutsche Popkönigin Michelle. Ich freue mich da sehr drauf. Michelle wird am Samstag im WDR-Fernsehen bei mir um 23:45 da sein. Und wenn ihr gerne mit Michelle auch sprechen wollt, dann meldet euch doch am besten schon per E-Mail an unter domian@wdr.de, schreibt in eure Mail kurz eure Frage, euer Anliegen und eure Telefonnummer, damit wir euch dann gegebenenfalls während der Sendung zurückrufen können. Diese Woche Samstag mein Promi-Gast Michelle um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen. Hier ist Adissa. Adissa, stimmt das? Adissa, 27? Ja. Mhm. Was ist das für ein Name? Ich komme aus Bosnien. Aus Bosnien. Und Adissa. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe gerade so viel Schokolade gegessen. Bitte? Weil ich so nervös bin. Ich habe so viele Schokolade gegessen. Von Nervosität.
ja, ich bin so, mein Herz, das schlägt voll. Wie viel Schokolade hast du gegessen? Oh Gott, ich glaube eine ganze Tafel. Dann kann nichts mehr schief gehen. Da sind so viele Glücksstoffe drin. Das schmeißen wir beide jetzt, das Ganze. Mm. Unsere Adissa, 27 Jahre alt. Richtig. Schön, dass sie da ist. Ja. Dass du da bist. Was ist denn dein Thema? Ja, also ich habe vorhin gesagt, ich habe Rheuma. Mhm. Seit, ich habe gerade überlegt, ich habe eigentlich gesagt, seit 15 Jahren, aber eigentlich dieses länger. Seit 15 Jahren Rheuma. Mhm, genau. Also ich lebte unten noch bei meinem Vater in Bosnien. Mhm. Und habe ich Rheuma bekommen. Man weiß es nicht von wo. Das muss ich gleich mal fragen. Für mich ist Rheuma immer eher eine Krankheit für von Menschen, die etwas älter schon sind. Ja. Ist das ein Vorurteil oder gibt es wirklich auch schon viele junge Leute, die das haben? Mhm. Also ich lebe hier in Garmisch inzwischen und hier ist eine spezielle Klinik, vielleicht kennen Sie es. Nee. Und das ist eine Kinderklinik, Rheuma Kinderklinik. Und ich bin mehr oder weniger hier aufgewachsen, weil ich ständig hier war. Und da sind folglich viele junge Leute. Ja. Ja. Und das sind so viele kleine Kinder und das ist schrecklich, das zu sehen, für mich selber auch. Mhm. Weil in meinem Alter kommt man schon ein bisschen anders damit klar, als wenn man noch so klein ist. Das beschreibt doch mal, ich glaube, dass viele Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, denken, Rheuma, na gut, hat man ein bisschen ziehen in den Schultern und den Gelenken, ist ja nicht so schlimm. Aber das ist ja eine sehr ernsthafte Erkrankung. Wie erlebst du diese Erkrankung? Also bei mir hat es mit rechten Knie angefangen. Mhm. Ich war immer sehr gesund. Ich habe auch viel Sport gemacht, Leichtathletik. Mhm. Und eigentlich war Verdacht auf Meniskus. Ich wurde auch zweimal operiert in Bosnien. Ja. Und dann haben sie dann weitergeschaut, wovon kann es kommen. Und ich hatte auch schlechte Mandeln. Man kann auch viele Krankheiten durch Mandeln bekommen. Ja. Und irgendwie die ganze Zeit war die Diagnose falsch. Und ich hab Glück gehabt, dass meine Mutter in Deutschland geheiratet hat. Mhm. Und ich bin dann zu ihr 1990 gekommen, das ist ein Jahr vor Krieg. Und ich bin dann auch gleich zum Arzt, in Stuttgart war das. Mhm. Und er hat mich irgendwie, ohne es zu wissen, dass es Rheuma ist, auf Verdacht nach Garmisch geschickt. Ah, ja. Und die haben das natürlich sofort festgestellt, das sieht man auch im Blut. Und, aber leider hat sich das für mich weiter verbreitet. Ich habe inzwischen schon zwei künstliche Hüften? Mhm. Im Alter von 27 Jahren? Ja, die erste war 99 und das ist dann 2001. Also das kriegen ja in der Regel wirklich eher ältere Leute, ne? Also aber ich muss dir sagen, das ist so schön, ich bin so froh, dass es gibt. Weil das sind solche Schmerzen. Ja. Du kannst nicht mal schlafen, das war so schlimm. Ich habe eine alte Tante, die ist über 80. Die hat vor kurzem eine neue Hüfte bekommen und sagte genau das Gleiche zu mir. Sie sagte, Jürgen, das ist so eine Erleichterung. Wahnsinn. Ich habe genau das Gleiche wie gesagt, ich konnte nicht mehr schlafen vor Schmerzen. Mhm. Und jetzt habe ich diese, so für einen Laien ist das ja eine große Operation, die Hüften rausgenommen zu kriegen. Und wie? Mhm. Aber es funktioniert selbst bei der alten Frau wieder. Wunderbar. Und die kann wieder laufen. Und absolut. Ich bin so froh, dass es wirklich gibt. Ich würde das jederzeit machen. Absolut. Es ist natürlich mit sehr viel Schmerz verbunden. Also die alten Hüften sind durch das Rheuma verschlissen worden. Ja, absolut. Schon sehr früh verschlissen worden. Das ist irgendwie der Knochen dringt durch ins Becken irgendwie rein, auf jeden Fall tut das ja weh. Mhm. Und also ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, wenn das nicht geben würde. Ja. Also es wäre ganz schlimm für mich. An welchen Körperstellen sonst noch leidest überall. Du zu? Überall. Überall. Also ist das auf alle Gelenke bezogen, oder? Ja. Also ganz schlimm an den Knien und Füßen und Hände und inzwischen war es ganz schlimm in den Augen. In den Augen? Mhm. Rheuma in den Augen? Ja. Das es ist sehr selten, es ist sehr selten. Und ich sage immer irgendwie, wieso muss ich das irgendwie alles? Es ist wirklich sehr selten. Mhm. Deswegen werden in der Kinderklinik die Kinder auch, wenn sie es nicht haben, immer kontrolliert, weil es kann immer kommen. Erklär mir das mal, weil das habe ich wirklich noch nie gehört. Also, dass man Rheuma in den Augen kriegt. Mhm. Wie macht sich das bemerkbar? Kannst du schlecht sehen? Ja, man sieht es ganz schlecht. Also, wenn es entzündet ist, entzündet sich genauso wie ein Gelenk. Nur halt, es ist anders natürlich. Und ist es auch sehr schmerzhaft? Ja, in manchen Fällen schon. Mhm. Das kommt dazu, dass es zu grauen Star wird. Ne? Und da besteht die Gefahr, dass man erblindet? Ja, ja. Mhm. Aber es ist Gott sei Dank so, es ist genau wie beim alten Leuten, Grauenstar kann man ja operieren. Ne? Mhm. Und wenn man es operiert, wenn man durch ein Alter bekommt, dann kommt es nicht wieder. Mhm. Aber durch Rheuma schon. Also es kann sich immer wieder entzünden und immer wieder kommen. Also das heißt, das ist durchaus möglich, dass du dir das operieren lässt, aber es kann dann wiederkommen und immer wieder. Ja. Zu eurer Information, falls ihr gerade zugeschaltet habt, die Adissa, mit der ich spreche, ist erst 27 Jahre alt und ist so schwer rheumakrank.
Was kann man denn außer operieren? Gibt es Medikamente gegen Rheuma? Klar, ich meine, das ist Cortison. Ja, aber das ist ja nur, aber das heilt ja nicht, ne? Das ist so schlimm. Also ich habe so viel Cortison nehmen müssen. Bei mir war es so, also ich bin seit, mein linker Auge hat angefangen 94. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das ein bisschen selber verschlampt, weil man muss ständig zum Arzt. Mhm. Und ich habe das nicht so ernst genommen. Ich dachte, ach ja, irgendwie, ich merke das nicht. Mhm. Man merkt das oft selber nicht. Ne? Mhm. Und ich war einfach nicht hingegangen. Mhm. Meine Eltern haben sich auch nicht drum gekümmert. Und es ist dann so schlimm gekommen, dass ich auf den linken Augen nichts mehr sehe. Jetzt im Moment immer noch? Ja, jetzt ist es noch schlimmer. Auf jeden Fall sehe ich seit 94 nichts mehr. Und ging rechts noch alles gut bis vor ein paar Jahren. Mhm. Und das ist dann wieder so schlimm gekommen, ja, dass ich wirklich nur das 5% gesehen habe. Also ich war praktisch blind. Und wie ist das im Moment, ganz aktuell, heute? Ganz aktuell, ja. Also rechts wurde ich schon operiert an den grauen Star. Die Linse wurde entfernt. Ich habe jetzt eine künstliche Linse. Und das ging dann wieder besser danach? Ja, das ging besser, aber wie gesagt, es hat sich wieder entzündet bis vor kurzem. Und gestern, ich habe richtige Schmerzen gehabt. Ich konnte meine Augen gar nicht offen halten. Aber du kannst du mich zum Beispiel sehen im Moment im Fernsehen? Ja, ich sehe dich. Das schon, ne? Ja. Ja, sag mal, du bist 25 Jahre. Das bedeutet doch, dass du dein ganzes Leben, was man eigentlich als 25-Jähriger lebt, vergessen kannst, ne? Bist du schon Rentnerin oder? Nee, also ich hab Gott sei Dank irgendwie Schule abgeschlossen, das war immer mein Traum, Maskenbildnerin. Ah ja. In München. Und ich habe auch hier ein bisschen gearbeitet bei uns in Garmisch. Also momentan nicht, bin ich länger krankgeschrieben, weil die Augen sind wichtig natürlich. Natürlich, also Maskenbildnerin ungeheuer. Genau. Und irgendwie komischerweise, wie ich damit umgehe, manche Leute merken das gar nicht. Oder überhaupt mit Rheuma. Wenn du mich jetzt sehen würdest, ja, du wirst denken irgendwie, wow, sie ist ja fit und so, man sieht gar nichts, außer man kennt mich halt gut, ne? Ja. Man sieht halt zu Hause. Nimmst du denn auch viele Schmerzmittel, damit du es ertragen kannst? Ja. Aber ich muss dir sagen, ich weiß nicht, welche Leute so zuhören. Es gibt ein neues Medikament. Also ich habe bis jetzt sehr viel Cortison nehmen müssen und ich war richtig aufgeschwemmt und alles. Das war furchtbar. Und jetzt seit kurzem gibt es ein Medikament, das heißt Embril. Wie heißt das? Embril, genau. Mhm. Und das ist so ein Spritzen, man spritzt das unter die Haut, zweimal in der Woche. Mhm. Und du, seitdem, ich nehme kein Cortison mehr, überhaupt nicht. Mhm. Ich nehme Schmerzmittel nur vielleicht einmal pro Tag, so eine kleine Menge. Ja. Ich habe wirklich Schmerzen mehr, ich bewege mich ganz normal. Das hört sich toll an. Hoffentlich sind da keine Nebenwirkungen. Hoffentlich sind keine Nebenwirkungen, genau. Es werden natürlich viele Leute, es gibt ja so viele Menschen, die Rheuma haben, große Ohren kriegen. Ich vermute mal, dass die Ärzte Bescheid wissen, was das für ein Medikament ist und dass man sich da über einen Arzt dann direkt informieren kann, dass man Embril heißt, dass man Embril, das bekommt. Ja. Genau. Mhm. Problem ist, die sind sehr teuer, pro Spritze 1000 Euro. Und zahlen die Kassen hatte, nicht wahrscheinlich, ne? Oft, ja. Also in meinem Fall muss das, weil ich ja im ganzen Körper, also die zahlen das, glaube ich, erst, wenn man fünf Gelenke mindestens hat. Ach so. Sonst irgendwie, erklär mir mal, das war gemein. Du bist eine Fachfrau. Was ist Rheuma für eine Erkrankung? Ist das eine Autoimmunerkrankung? Genau, absolut, ja. Ich hatte auch so eine Patientenschulung mitgemacht, dass ich das selber besser weiß, dass ich mit mir selber besser umgehen kann. Helfen da so Sachen, dass man auch auf Ernährung, auf Psyche und sowas? Psyche absolut. Also ich habe mir das oft selber überlegt, von was das kommt und so. Ich denke mal in sehr viele also bei mir könnte es dann durch Psyche, weil irgendwie, so wie ich aufgewachsen bin, andererseits furchtbar, kann sein, in dem Moment, wenn man geschwächt war durch Psyche, dann kann man irgendwie so eine Schubkrankung bekommen. Du hast gerade viel Schokolade gegessen. Ist das gut, wenn man rheumakrank ist? Ich weiß es nicht. Wie sind deine Aussichten? Du bist, wie gesagt, sehr jung noch, 25 Jahre alt. Hast du Angst so vor dem Älterwerden? Komischerweise überhaupt nicht, weil ich habe, am Anfang habe ich ja Angst von Ärzten gehabt, weil ich kannte sie nicht, ich war immer sehr gesund, aber inzwischen die sind immer so lieb zu mir, wirklich, und die geben sich auch große Mühe. Kann man mit Rheuma, ich frage es mal ganz einfach so, kann man mit Rheuma, wenn auch dann unter Umständen sehr, sehr beschwerlich, aber kann man da sehr alt mit werden? Ja, das schon. Also in heutiger Zeit absolut. Mhm. Ich meine, und man hat die Hoffnung in der heutigen Zeit, dass immer wieder neue Medikamente erfunden werden und dass man vielleicht sogar die Krankheit vielleicht sogar begrenzen kann irgendwann. Ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, 99, wo ich die erste Hüfte hatte, die Ärzte haben gesagt, nee, auf keinen Fall, erst wenn du 30 bist, musst du warten. Mhm. Ich habe mich da hingehockt und gesagt, nee, jetzt reden wir mal. Mhm. Und dann habe ich ihn richtig überzeugt und gesagt, nee, ich bin jetzt jung, ich möchte jetzt mal ein bisschen gehen und rumhüpfen, jetzt habe ich Schmerzen und wenn ich 30 bin, will ich das alles nicht da rumblödern. Und dann meinte er so, ja, sie haben mich voll überzeugt. Und da hast du zwei neue Hüfte gekriegt. Ja, und dann, weil die, ich meine, ich kann sie verstehen, weil die denken, weil man Hüfte irgendwann wechseln muss, ne? Nach 10, 15 Jahren. Ja, das ist jetzt so ein Kunststoff, ne? Titan. Ja. Und das hält 10, 15 Jahre ungefähr. Genau. Ne? Ja. Und ich habe so ein großes Vertrauen zu den ganzen Ärzten und Wissenschaft. Mhm. Also ich denke, dass es auf jeden Fall immer besser werden. Man sieht ja leicht durch dieses Medikament. Mhm. Das ist wie ein Wunder. Also ich kann es nicht anders erklären. Also Alissa, ich bin sehr, sehr froh, dass du durchgekommen bist, weil ich jetzt wirklich was Neues gelernt habe und viele von uns sicherlich auch. Wir haben in dieser Sendung, das fällt mir eigentlich jetzt auf, trotz sehr vielen Jahre, noch kaum über diese Erkrankung Rheuma gesprochen. Genau, das ist es. Ich würde so gern noch so viel dafür tun, für andere Patienten, weil ich kenne ja so viele, weil ich schon inzwischen gar nicht wohne. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass viele vielleicht auch jüngere Rheuma-Patienten sagen, das ist interessant, was die Alissa da erlebt hat. Ich möchte mit der Kontakt haben. Bist du bereit dazu? Absolut, sehr gerne. Ich glaube, da kennen mich auch so viele in Deutschland. Das glaubst du gar nicht. Ja, dann können wir das gerne machen, wenn ihr also als Alissa Kontakt haben möchtet, wenn ihr auch betroffen seid von der Erkrankung Rheuma, machen wir das gerne. Mhm. So, jetzt müssen wir leider Schluss machen, weil die Zeit davon geronnen ist. Schade. Aber es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und wünsche dir wirklich alles Gute, dass du es weiter im Griff hast und dass dieses neue Medikament gut anschlägt, ohne Nebenwirkungen. Ja. Das ist sicher nur halt, wie gesagt, mit meinen Augen. Mit den Augen. Ich bin da normal so positiver Mensch. Das habe ich schon gehört. Ich merke das schon. Toll, toll, toll. Alles Liebe, alles Gute, Alissa. Ja, danke schön. Tschüss. Danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Heute Abend haben wir eine freie Themennacht und morgen heißt das Thema, ich fühle mich überfordert. Man kann sich überfordert fühlen vom Schicksal, von einer Krankheit, vom Beruf, vom Kind, vielleicht auch von zu viel Geld oder von zu wenig Geld, von Schulden. Also, wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, das ist unser Thema morgen, ich fühle mich überfordert, dann meldet euch bei uns, am besten schon per E-Mail unter domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet und ihr könnt anrufen. René ist hier. René ist 22 Jahre alt. Hallo René. Ja, hallo. Hallo René. Ich habe da ein Problem. Und zwar, ich habe vor 3 Jahren meine Tochter und meine Freundin verloren bei einem Verkehrsunfall. Ja. Meine Tochter war 14 Tage alt, als das passiert war. Ja. Und meine Freundin 18 Jahre, die verstarb im Rettungswagen. Warst du dabei bei dem Verkehrsunfall? Ja, wurde gerufen. Ich bin vom Beruf Rettungssanitäter. Ja. Und wurde dahin gerufen mit meinen Kollegen. Also du bist selbst nicht gefahren, du warst nicht an dem Unfall beteiligt, aber du wurdest dann gerufen und hast dann, aber du wusstest gar nicht, was da passiert war. Genau, ich wusste nicht, was passiert war. Und du kommst dahin und siehst da deine Frau und dein kleines Kind. Genau, meine Tochter lag auf der Straße. Die ist durch die Windschutzscheibe geflogen. Mhm. Und meine Freundin verstarb im Rettungswagen, auf dem Weg ins Krankenhaus. Was für ein Unfall war das? Der junge Mann, der ihn reingefahren ist, war alkoholisiert gewesen. Mhm. Wir haben einen Alkoholwert festgestellt von 2,25 Promille. Mhm. Und meine Freundin ist mit 80, 90 km/h gegen den Baum geknallt. Und er hat das verschuldet, weil er ihr hinten oder von der Seite reingefahren ist? Genau. Mhm. Er wollte wohl überholen oder so und hat dann wohl das Auto gerammt, hat die Polizei jedenfalls gesagt. Ist das Kind direkt bei dem Unfall verstorben? Ja. Als du da hingekommen bist und das verstanden hast, dass es dein Kind und deine Frau ist. Ja, das war schon sehr schwer für mich. Ja, das ist ja nicht nur schwer, ich stelle es mir, es ist katastrophal. Was macht man denn dann? Ja. Haben die anderen das gleich kapiert, dass es hier um eine Verwirrung? Nee, also ich konnte es ja verbergen bis dahin noch, bis auf wegen Krankenhaus, wo ich zusammengebrochen bin. Ach, du hast sogar noch geholfen? Ich habe noch geholfen. Und hast deinen Kollegen gar nichts gesagt davon? Nein, ich hab gar nichts gesagt. Eigentlich hätte ich einen Einsatz abbrechen müssen, weil ich ja die Leute kannte. Ja, natürlich, ja. Das heißt, du hast dein eigenes totes Kind noch in die Hand genommen und hast es irgendwo hingetragen? Genau. Unfassbar. Und die haben das nicht mitbekommen, die anderen? Nee, ich habe das bis ins Krankenhaus geheim halten können, wo ich da zusammengebrochen bin, wo die Notaufnahme reingeht. Und da habe ich zusammengebrochen. Mhm. Und jetzt hatte ich vorige Woche Montag selber einen Verkehrsunfall gehabt. Ja.
Mir hat eine Frau die Vorfahrt genommen, eine ältere Dame. Und da kam alles wieder hoch. Mhm. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also ich stelle es mir so etwas von traumatisch vor, was du gerade geschildert hast. Das ist doch traumatisch für mich. Also. Ist erst 3 Jahre her. Hast du, genau. Hast du das alles versucht, mit dir alleine auszumachen, abzumachen? Ja, ich war bei einem Seelsorger gewesen. Mhm. Wo wir nacheinander hingehen können, und der konnte mir auch nicht so richtig helfen. Der hat mich zwar an Psychologen verwiesen, mhm. wo ich auch war. Wie oft warst du da? Ich war 3-4 Mal da, aber der konnte mir auch nicht wirklich helfen. Ja, dann warst der Falsche. Dann ja. warst der Falsche. Das heißt, du hast im Prinzip nur so eine seelische Erstversorgung genau, bekommen genau. und den Rest hast du dann für dich mit alleine nach Hause genommen. Richtig. Wie hast du denn dann die letzten Jahre gelebt, nach so einem Schock? Ich habe mich selber gelebt. Ich habe keinen Kontakt mehr zum Menschen so richtig, mhm. nur zu meinen Kollegen. Also du arbeitest immer noch im Rettungsdienst? Ich arbeite immer noch, ja. Aber seit dem Unfall, vorige Woche Montag, habe ich darüber schon nachgedacht, ob ich den Job nicht wechseln sollte. Hm. Du, also es ist 3 Jahre her. Ich glaube, dass 3 Jahre, wenn man so etwas Grauenhaftes erlebt hat, was ja kaum mehr zu steigern ist, richtig. 3 Jahre sind nichts. Genau, ich kann mich noch genau ans Datum erinnern. Ja, ich denke mir, dass du das auch so in Erinnerung hast, als wäre es gestern gewesen. Richtig. Mhm. Das heißt, danach hast du dich ganz abgekapselt von Freunden, von Bekannten. Genau. Und bist ganz für dich allein in deiner Wohnung und richtig. Gehst zu deinem normalen Alltagstrott nach. Genau. Und hast versucht, das zu verdrängen, was da passiert ist? Oder? Ja, ich hab versucht zu verdrängen. Mhm. Aber dann gibt es ja immer diese schlimmen, schlimmen Zeiten. Es gibt Weihnachten, es gibt Geburtstage genau. und so weiter. Wie hast du diese Tage gelebt und verlebt? Ich bin da einfach, ich habe es einfach ignoriert. Ich feiere die Tage nicht. Ich feiere nicht mal meinen eigenen Geburtstag mehr. Mhm. Was machst du Weihnachten? Na, da gehe ich einfach weg. Da will ich einfach nur weg sein. Mhm. Ganz weit weg. Wohin gehst du dann? In die Kneipe oder? Ja, ich trinke da ein bisschen was und dann, dass mein Schmerz ein bisschen weggeht. Aber nicht, dass ich besoffen oder so bin. Ja. Einfach nur, dass es besser geht. Du bist ja erst 22. Genau, 22. Wie ist denn das mit deiner Familie, mit deinen Eltern oder mit den Schwiegereltern? Gibt es da Kontakte noch? Ja, mit den Schwiegereltern habe ich selber überbracht, die Nachricht, weil ich Polizei machen wollte, mhm. weil ich sie auch schon kannte, etwas länger, wir waren ja 2,5 Jahre zusammen gewesen. Mhm. Und habe ich den überbracht und die haben auch den Ort gewechselt, wo die jetzt wohnen, weiß ich nicht. Ach so. Zu meinen Eltern habe ich auch keinen Kontakt mehr. Deshalb? Hm? Deshalb hast du keinen Kontakt mehr? Mit? Genau, ich habe einfach von meinen ganzen Freunden, Verwandten den Kontakt abgebrochen, weil ich einfach nur für mich erstmal da sein wollte. Mhm. Haben deine Eltern einen Versuch? Wie war dein Verhältnis denn vor diesem Unglück zu deinen Eltern? Das war eigentlich ein ganz lustiges Verhältnis. Wir konnten über alles reden, meine mhm. Eltern. Mhm. Die waren auch immer von uns da gewesen. Mhm. Und danach konntest du nicht mehr? Nee, ich habe auch darüber nicht mit meinen Eltern geredet, nicht mit meinen Schwiegereltern, nicht mit meinen Freunden. Mhm. Aber die wissen ja alle Bescheid, was passiert ist. Die wissen Bescheid, ja auch in der Zeitung. Aber die waren doch bestimmt auch alle bei der Beerdigung, oder? Ja. Mhm. Aber ich hatte so richtig keinen Kontakt mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern. Also du hast dich durch dieses Unglück ganz in dich verkapselt. Genau. Umso erstaunlicher, dass du heute anrufst. Ja, ich habe das hat ja ein paar Minuten gedauert. Mhm. Aber ich kam durch. Ja, Gott sei Dank. Und der Auslöser ist jetzt, um darauf zurückzukommen, dass du auch selbst einen Verkehrsunfall hattest. Genau, das ist der Auslöser wieder gewesen. Bist du verletzt worden nochmal? Ich habe mir ein Haarriss geholt am Brustbein, mhm. habe meinen Knöchel verstaucht und mir halt den Arm gebrochen. Mhm. Aber bist du jetzt zu Hause oder rufst du aus dem Krankenhaus? Ich bin zu Hause. Bist zu Hause. Mhm. Ich glaube, René, dass das jetzt dieser erneute Unfall nochmal ein Signal sein muss für dich, dass du ganz, ganz, ganz dringend in psychiatrische Behandlung musst. Ich glaube sogar, dass es gut wäre für dich, wenn du in eine Klinik gehen würdest und ja. für eine Weile stationär behandelt würdest. Mhm. Das ist so unermesslich, was du hast da erleiden müssen und was sich da in dich hineingefressen hat in den Jahren. Das schafft man nicht alleine. Ja, das ist richtig. Das schafft man nicht alleine. Und ich finde es ganz toll, dass du angerufen hast, weil das ist der erste Schritt, dass du was unternimmst. Wenn du sagst, dass du 3 Jahre quasi geschwiegen hast und jetzt hier anrufst, finde ich das ganz, ganz toll. Ganz toll. Ja. Jetzt, du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass ich dich rausschmeiße, sondern was eh jetzt viel wichtiger ist, du wirst mit meiner Psychologin sprechen. Ja. Und die wird dir ein paar handfeste Tipps geben, was du jetzt tun sollst und wohin du dich wenden sollst. Okay. Also mein ganz dringender Rat,
tu was, unternimm was, geh in eine psychosomatische Klinik. Mhm. Jetzt legst du auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Alles klar. Gut, alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Gunnel Blendin. Unser Thema morgen heißt, ich fühle mich überfordert. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.